Der kleine Angsthase von Elisabeth Shaw. Es war einmal ein kleiner Angsthase. Der wohnte bei seiner lieben Oma, die leider auch sehr ängstlich war. Angsthase hat Angst vor dem Hund. Hunde beißen. Er fürchtete die Dunkelheit. Es gibt Räuber und Gespenster. Er fürchtete das Wasser. Im Wasser kann ertrinken. Er hatte Angst vor großen Jungen. Eines schlimmigen Tages schlich der böse Hasenfeind ins Dorf, der Fuchs. Die Hasen rannten schnell davon, so schnell sie konnten. Aber sie verstecken sich in den Häusern. Aber der ganze kleine Uli konnte nicht so schnell laufen. So fing der böse Fuchs den kleinen Uli Hasen. Angsthase und der ganz kleine Uli waren sehr froh. Aber der Fuchs aber machte, dass er wegkam. Und was weiter passiert? Lesen Sie selbst darüber.